Wolltet ihr nicht auch schon immer mal wissen, wie eigentlich andere Architekten und Innenarchitekten zu Hause wohnen? Ich darf das heute herausfinden und besuche Frank Drewes hier zu Hause in Berlin. Er ist Architekt und Innenarchitekt und führt zusammen mit seinem Büropartner Martin Strenge ein gemeinsames Büro. Er zeigt mir heute seinen privaten Rückzugsort. Und natürlich sprechen wir auch über die Architektur, aber dazu später mehr. Jetzt kommt erstmal mit. Mein Stichwort Individualität, ich meine, da sind wir natürlich hier in deiner Wohnung ganz groß dabei. Erzähl doch mal so ein bisschen zum Konzept der Wohnung. Was hast du dir dabei gedacht? Ich finde es immer interessant, wenn ich in Häuser komme, die so ein Entdeckungspotenzial haben. Burgen, Türme, Wendeltreppen, Türen, die verschlossen sind, Kellerschächte. Das sind ja so Räume, die Neugierde erwecken. Und das wollte ich so ein bisschen natürlich auch in der Wohnung umsetzen, dass es eben überall weitergeht, dass es um die Ecken geht, dass ich dieses Konzept nicht sofort erfassen kann, dass dort immer wieder dieses davor und dahinter, daneben, dass man sich so Stück für Stück vortastet in der Wohnung und auch immer wieder was entdecken kann. Und da spielt eben die Materialität natürlich auch eine wichtige Rolle, um eben dann so Sequenzen, bühnenbildartig, sage ich mal, Tiefenstaffelung zu erreichen. Kunst ist einfach einer der wichtigsten Aspekte in meinem Leben, dass Kunst ganz klar integriert in der Wohnung sein muss. Und die größeren Kunstwerke, da vorne beispielsweise das große Holzrelief, was einfach schwerer ist, die wurden schon im Entwurf der Wohnung mit berücksichtigt. Dieser Einsatz von rohen Materialien oder sichtbaren Materialien vor allem auch, das scheint ja so ein Kernpunkt deiner Philosophie hier zu sein. Kann man das so betiteln? Ja, schon richtig. Die Betondecke bot sich natürlich an und der Sichtestrich. Der ist jetzt nochmal am Ende dreifach lasiert, getüncht. Mhm. Was man also oben aufsieht, ist schon eine lasierende Beschichtung, aber ich wollte natürlich diese offene Zementestrich-Struktur behalten. Bei den Wänden hatte ich teilweise auch mal daran gedacht, aber dann kommt natürlich wieder Thema Kunst. Backdrop für die Kunst ist natürlich eine weiße Wand erstmal, sehr neutral und flexibel, die vieles zulässt. Und es gibt ja noch diese Einbauten hier, die Tischler-Einbauten, die schafft ja noch einen zusätzlichen Aspekt der Materialität, dass dann eben auch Thema Wand und Möbel, Einbaumöbel zu einer Einheit werden. Und insofern kann man dann schon sagen, dass es eigentlich als Rohmaterialitäten die Sichtbetondecke, den Zementestrich und eben die Nussbaum-Holzeinbauten gibt und dann auch wirklich sich darauf zu beschränken in der Materialität. Wir haben hier nämlich mal so ein paar Material- und Oberflächenkombinationen zusammengefügt. Wie ist denn deine Einstellung dazu? Also müssen solche Gegenstände optisch hervortreten? Optisch hervortreten müssen sie nicht, würde ich sagen. Aber das kann durchaus mal der Fall sein. Da würde ich jetzt an dieser Gruppierung auf diese her am ehesten hinweisen, weil die finde ich von der Materialität her schön, individuell, formal noch zurückhaltend und auch funktional, weil ich mag Einhebelmischarmaturen, weil die sind ziemlich intuitiv nutzbar. Deswegen als Paarung würde ich ganz klar sagen, das ist mein Favorit. Zurückhaltend, neutral, matt, nicht glänzend, klar von der Sprache, klar von der Funktionalität. Hier haben wir jetzt das Thema rund, ist auch individuell und schön, aber sobald ich den zweiten Schalter dazu nehme, gibt es so eine gewisse Problematik, wie ich diese runden Schalter dann kombinieren kann. Du würdest ja jetzt wahrscheinlich auch nicht die Armatur mit einem anderen Schalter kombinieren, oder? Eine weiße Wand beispielsweise würde ich problemlos dann einen weißen Schalter drauf bringen, weil der Schalter dann so weit zurückgenommen ist, dass ich den Schalter nicht als Paar zur Armatur sehe. Es sind ja wirklich zwei Paar Schuhe. Aber wenn ich natürlich jetzt eine Armatur habe und ich habe dann am Waschtisch einen Schalter bzw. eine Steckdose für den Rasierapparat, dann ist natürlich schon eher die Frage, die beiden könnten ja ein schönes Paar sein. Auch wenn das hier eckig und da rund ist. Ja. Kleine Brüche sind ja immer auch sympathisch, weil die wieder Individualität schaffen. Also erstmal das Matte mag ich einfach eher als das Glänzende. Ist einfach ein bisschen zurückhaltender. Das auf einer dunklen Wand. Definitiv bei uns niemals eine schwarze Steckdose auf einer weißen Wand. Schwarze Steckdosen setzen wir nur auf Phoenix-Schwarz beispielsweise oder schwarzes MDF ein. Dann ist es wieder Ton sur Ton. Und hier Edelstahl-Alu, ganz klar im gesamten Bereich helleres Holz, Eiche, passt das eigentlich ganz gut drauf. Ist noch eigenständig, hat Materialität.
und springt jetzt nicht wie ein weißer Schalter aus dem Holz heraus. Weil das ist auch eine Materialität und ein weißer Schalter hat ja eigentlich keine Materialität, der ist weiß. Insofern finde ich den sehr legitim und den setzen wir auch häufig ein. Schwarz oder weiß? Weiß. Berge oder Meer? Meer. Entwurf oder Ausführung? Entwurf. Tee oder Kaffee? Kaffee. Stadt oder Land? Stadt. Handskizze oder Cut? Handskizze. Sortiert oder Chaos? Sowohl als auch. Tusche oder Bleistift? Bleistift. Ich finde, wir haben heute ganz besondere Einblicke hier in den privaten Wohnraum von Frank Drewes in Berlin bekommen. Wirklich besonderer Grundriss, tolle Sichtachsen, die sich ergeben, eine tolle Kombination von Materialien und die Verbindung von Architektur und Kunst, die hier wirklich ganz besonders deutlich wird. Ich hoffe, das konnten wir euch nach Hause vermitteln und dann freue ich mich, wenn ihr bei unserem nächsten Film wieder dabei seid. Also, bis bald!